Was können Männer in der Pflege besser? Oh. viel können sie besser. In der Pflege sind ca. nur 15% Männer tätig. Es sind dennoch ca. 50% der Männer in leitenden Positionen. Ein Grund könnte sein, dass es immer noch dieses traditionelle Denken gibt, dass der Mann eben der Ernährer ist und deswegen eher in Führungspositionen rutschen will. Zentroverde, das sind wir. Dann sind. Ah, das wissen wir. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Ich habe keine Vorteile in meinem Arbeitsalltag, weil ich ein Mann bin, weil ich teile gleiche Probleme wie meine Kolleginnen. Mein berufliches Ziel ist meine persönliche und professionelle Entwicklung. Männer können in der Pflege besser mit den weiblichen Bewohnerinnen umgehen und sind da etwas sensibler. Männer in der Pflege können gar nichts besser. Eigentlich sind Männer und Frauen gleich, al pari. Nur ein paar Sachen, also wirklich, wenn es um die direkte Pflege geht, sie können besser heben vielleicht. Die Mischung macht's. Jetzt speziell auch in den Teams, wenn es darum geht, jetzt Bewohner abzuholen, wo sie sind. Ja? Das sind Männer, das sind Frauen, die haben unterschiedliche Vorlieben. Und das ist das beste Bild für mich. Wissen Sie auch weshalb? Heute Park, ja, aber schau mal. Sie sind ganz vorne, Sie haben die anderen schon längst abgehängt. Die sind hier nur gedrückt. Ajo. Aktuell, mein zweiter Name ist Jakob. Ich werde gerne Jakob genannt, weil ich der Enkel Jakob bin. Und ja gut, in der Situation funktioniert das dann besser. Gerade als Sozialpädagoge kenne ich jetzt im Kollegenkreis mehr Männer, die den Beruf ausüben. Ich bin ganz bewusst in die Pflege gegangen, weil die Pflege ein krisensicherer Beruf ist und ich als Mann in der Pflege sehr gut Karriere machen kann. Auf jeden Fall wünsche ich mir mehr Männer in der Pflegeeinrichtung. Ist einfach ein sehr guter Ausgleich dann, wenn mehr Männer da sind. Was können Frauen besser als Männer in der Pflege? Alles. So.